Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Juhl TV, unsere kleine neue Kräuterserie. Jedes Mal wollen wir uns ein Kraut angucken, was Gott in die Natur gelegt hat, um uns Menschen Gesundheit zu schenken. Das erste Kraut, was wir betrachten wollen, ist der Frauenmantel. Der Frauenmantel, auch in der botanischen Sprache Alchimella vulgaris genannt, hat eine ganz besondere Blattform, nämlich gibt es diese zackigen, aufgefächerten Blätter und die kommen, der Name Frauenmantel kommt daher von der Form. Denn im Mittelalter hatten die Frauen einen Hut auf, eine Mütze, die Pellegrina. Und wenn man die Pellegrina aufgefächert hat, dann sah das eigentlich so aus wie ein Frauenmantelblatt. Also von diesem Frauenhut kommt dieser Begriff. Ganz charakteristisch für den Frauenmantel sind diese Perlen, diese Wasserperlen, die wir auf den Blättern finden. Und die kommen nicht etwa vom Tau oder vom Regen, sondern die kommen aus dem Blatt selber. Das ist sozusagen der Pflanzensaft, ein Destillat, was sich über Nacht aus der Pflanze herauskristalliert und dann am Morgen auf den Blättern zu finden ist. Schon die Alchemisten waren davon überzeugt, dass dieser Pflanzensaft ganz besondere Kräfte hat. Und sie haben versucht, diesen Pflanzensaft zu gewinnen und damit Krankheiten zu heilen oder auch unedle Metalle in Gold umzuwandeln. Die Germanen haben den Frauenmantel auch zu schätzen gewusst, und zwar für ihre Fruchtbarkeit. Man sagte der Pflanze nach, dass sie den Frauen nach der Entbindung das jungfräuliche Aussehen wiedergeben würde. Im Mittelalter benutzte man Alchimella als wichtiges Wundheilmittel. Man wusste schon, dass es bestimmte Hautkrankheiten, Schleimhautkrankheiten helfen kann, wieder sich zu beruhigen. Man hat vereiterte Nägel damit kuriert, auch Akne behandelt, Unterleibsschmerzen von Frauen behandelt, auch Durchfall konnte gelindert werden. Und man hat Frauenmantel ganz besonders empfohlen, wenn eine Frau bereits Fehlgeburten gehabt hat, weil man gemerkt hat, der Frauenmantel hat eine positive Wirkung, dass nicht eine weitere Fehlgeburt passiert. Der Schweizer Kräuterpfarrer Künzle hat einmal über das Frauenmantelkraut Folgendes geschrieben: Zwei Drittel aller Frauenoperationen werden bei rechtzeitiger und langdauernder Anwendung dieses Heilkrauts überflüssig. Er empfahl weiterhin den Schwangeren den täglichen Genuss dieses Tees, weil, so sagt er, selbst unter schwierigsten Umständen eine leichte Geburt folgt, sofern dieses Kraut täglich getrunken wird und auch das Kind ganz besonders gesund wird. Frauenmantel hat viele tolle Wirkungen. Zum Beispiel wirkt es zusammenziehend, es wirkt entzündungshemmend, schmerzlindernd. Gestagenartige Wirkung wird ihm nachgesagt. Das heißt, die Frauen haben ja in der zweiten Hälfte ihres Zykluses dieses Gestagenhormon und wenn man Frauenmantel trinkt, dann unterstützt es das sozusagen. Es wirkt weiterhin antibakteriell, krampflösend, blutungsstillend und auch gefäßschützend. Also, wie wir schon gemerkt haben, ist Frauenmantel ein ganz besonderes Kraut für uns Frauen. Und nicht umsonst hat es diesen Namen. Auch wenn leider in der Schulmedizin die Wirkung von Frauenmantel als überholt gilt, ist dennoch die positive Wirkung auf uns Frauen nicht zu leugnen. Vor und nach der Geburt ist Frauenmantel ein tolles Kraut zur Kräftigung der Gebärmutter. Es hilft auch, die Geburtsblutungen zu stoppen oder auch vorzubeugen. Es stärkt das Bindegewebe, was für uns Frauen immer eine ganz wichtige Sache ist. Und es hilft auch, dass die Gebärmutter sich nach der Geburt schneller zurückbildet und dass die Geburtswege sich schneller verheilen. Außerdem gibt es eine tolle Teemischung, die
Die Milchbildung fördert nach der Geburt. Auch Brustentzündungen können damit behandelt werden. Die Neigung zu Fehlgeburten haben wir schon besprochen. Und es hilft auch bei Menstruationsstörungen aller Art. Also wenn Frauen Probleme haben mit ihrem Zyklus, dann reguliert der Frauenmantel, er lindert die Schmerzen. Und auch in den Wechseljahren ist Frauenmantel ein Kraut, das durchaus helfen kann. Ich habe das schon kurz angedeutet. Frauen, die in Kräuterkunde bewandert sind, die wissen, diese gestagenartige Wirkung von Frauenmantel zu schätzen. Denn man kann es auch zur Linderung von PMS und Unfruchtbarkeit nutzen, weil es diese Gelbkörperschwäche mitbehandeln kann. Äußerlich ist Frauenmantel auch anwendbar, nicht nur als Tee von innen, sondern auch von außen. Und zwar kann man damit natürlich sein Gesicht reinigen. Man kocht sozusagen den Tee, lässt ihn abkühlen und kann dann das als Gesichtswasser benutzen, als Kosmetik. Da hat es eine reinigende Wirkung, vor allem auch wenn man große Poren hat, großporige Haut. Und da reinigt das ganz wunderbar. Es zieht auch die großen Poren zusammen. Das haben wir vorhin schon gelesen, dass es diese zusammenziehende Wirkung hat. Man kann auch Waschungen machen, Teilbäder an Körperteilen und auch Juckreiz im Intimbereich damit lindern. Dann gibt es einen kleinen Tipp für die Teezubereitung. Ein Teelöffel Kraut, Frauenmantelkraut, einfach mit einer Tasse in eine Tasse mit heißem Wasser und diesen 7 Minuten ziehen lassen. Gut ist immer, wenn man den Tee, während man ihn ziehen lässt, abdeckt, dass nicht zu viel verloren geht, sondern dass man da ein kleines Brett drauflegt oder vielleicht einen kleinen Deckel hat für die Tasse. Es gibt heute schon so schöne Teetassen zu kaufen, wo das gleich mit integriert ist. Wenn man den Tee zur Geburtsbegleitung trinkt, dann empfiehlt es sich, ihn 6 Wochen vor der Geburt zu trinken, bis 4 Wochen nach der Geburt. Und da täglich ungefähr 1 bis 3 Tassen. Das sorgt dann für eine leichte Geburt und strafft und stärkt die weiblichen Beckenorgane. Außerdem wirkt der Tee natürlich auch regulierend, wie vorhin schon erwähnt, auf den ganzen Organismus der Frau. Ganz toll ist auch, dass man sich Öl machen kann mit Frauenmantel. Da gibt es so ein Rezept. Man nimmt 50 Gramm Frauenmantelkraut und auch 50 Gramm Duftrosen und vermischt das mit 30 Milliliter Mandelöl in ein Schraubglas und lässt dieses 2 Wochen in der Sonne stehen. Dann schüttelt man es regelmäßig und danach kann man das abfiltern, dass man dann nur noch das Öl hat. Und das streicht man sich dann gegen Schwangerschaftsstreifen zur Vorbeugung täglich auf den Bauch und kann das einmassieren. Und dann, ja, hofft man, dass man natürlich nicht so viele oder weniger Schwangerschaftsstreifen bekommt. Auch die Wissenschaft hat die Wirkung von Frauenmantelkraut schon bestätigt, nämlich eine japanische Studie hat herausgefunden, dass die Gerbstoffe oder der Gerbstoff in Agrimonin, der in Frauenmantel enthalten ist, das Wachstum von Brustkrebszellen hemmt. Also eine ganz tolle Sache und vielleicht werden wir in Zukunft Medikamente mit Frauenmantel haben, die Brustkrebs bekämpfen können. Ein Bibelvers soll uns hinweisen darauf, dass Gott die Heilkräuter gegeben hat, uns zur Heilung. Hier heißt es in Hesekiel 47. Aber an diesem Strom auf beiden Seiten, seitens seines Ufers, werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Ich wünsche uns allen, dass wir nicht erst im Himmel die Heilkräuter entdecken, die Gott gemacht hat, sondern hier schon auf der Erde davon profitieren, indem wir die tollen Dinge in der Natur entdecken und schätzen lernen, sie ausprobieren. Es gibt zwei ganz tolle Bücher, die ich euch empfehlen möchte. Alles über Heilpflanzen von Ursel Bühringer, ein ganz tolles Buch.
und Heilkräfte der Pflanzen von Dr. Pamplona Roger. Beides zwei Bücher, die einen richtig inspirieren dazu, sich an Heilpflanzen auszuprobieren, ja, die verschiedenen Anwendungen auch zu praktizieren. Und ich wünsche euch, dass ihr ein bisschen Lust gekriegt habt auf die Kräuterküche und vielleicht das ein oder andere Mal die Tasse Tee euch aufbrüht. Und ich verabschiede mich mit einer Tasse Frauenmanteltee. Bis zum nächsten Mal.